herzlich willkommen zu meinem letzten Video. Ich bin auf dem Weg nach Indianapolis. Wenn ich in Indianapolis ausgeladen habe, bekomme ich logischerweise eine Rücktour. Wenn ich die Rücktour erledigt habe, werde ich den Truck parken, ausräumen und dann war es das. Dann ist vorbei. Schluss mit Trucking, Schluss mit Videos. Warum, das erzähle ich euch jetzt. Ja, warum wohl? Weil ich Urlaub habe. Endlich! Ich kann es nicht mehr erwarten. Für mich ist es noch knapp eine Woche jetzt, bis ich losfliegen kann. Für euch ist es schon zu spät, weil ich nach meiner Berechnung, wenn dieses Video rauskommt, bin ich bereits schon in Deutschland. Ja, ich produziere ja meine Videos regelmäßig vor. Das nächste Video, was jetzt rauskommt, ist dann die 96, also was in meiner Zeit jetzt als nächstes rauskommt, ist die 96. Und alles, was ihr danach gesehen habt, habe ich jetzt schon längst produziert. Das ist halt diese Zeitreisen-Thematik, die die Ellie Knight auch immer angesprochen hat. Auf jeden Fall bin ich jetzt schon längst in Berlin. Bin ich hier gar nicht. Nein, wenn ihr das guckt, bin ich in Berlin. Müsst ihr nicht verstehen. Ansonsten gibt es hier gerade echt nicht viel zu sehen. 14 Grad, Regen, grau in grau. Der Herbst kommt mit großen Schritten. Während ich von den Straßen von Illinois durchgeschüttelt werde, mal einen kurzen Gruß an den Oliver Frieda, der fleißig Kommentare schreibt bei allen Videos, die ich bis jetzt rausgehauen habe. Vielen Dank für deine vielen Kommentare. Ehemaliger Berufskraftfahrer, aber bei euch da drüben bei euch in Europa. Ehemaliger Fahrer und er guckt sich fleißig meine Videos an und schreibt überall was dazu. Ja, und in diesem Sinne wollte ich mal deinen Fleiß loben. Also vielen Dank. Weiter so.
warte mal, da muss ich hier rechts rum. Ich war hier erst einmal und das war in der Nacht. Das erste Mal, dass ich hier tags drüber fahre, glaube ich. Die sogenannte Ambassador Bridge von Detroit, Michigan nach Windsor, Ontario. Hier nochmal ein schöner Ausblick auf Detroit. Links ist Detroit. Ich hoffe, man kann überhaupt was sehen bei dem Gegenlicht. Und dann ist hier die Ambassador Bridge. Right lane, cars keep left. Jetzt will ich aber sehen, dass sich hier ein Auto nach links traut. Ich glaube nicht. Aber hier nochmal schön die Ami-Flagge hissen, obwohl ich das Land ja verlasse. Eigentlich müsste mir jetzt eine Kanada-Flagge begegnen. Kanadische Grenzkontrolle, ich mache Kamera aus und dann erzähle ich euch, warum ich eigentlich hier bin. Oh, Canada, our home and native land, true patriot love in all I stand command. Ja, singen kann ich auch. Ich bin wieder zurück in Kanada. Habt ihr ja gerade gesehen, über die Ambassador Bridge in Detroit, Michigan. Ich hatte einen Trip nach Indianapolis. Indianapolis. Ich muss da 10-mal ganz schnell hintereinander sagen. Indianapolis, 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 Indianapolis. Und da habe ich gestern direkt aus Indianapolis sogar wieder eine Rückladung bekommen und die geht jetzt hier nach Toronto. Da bin ich in knapp 3 Stunden bin ich da. Dann habe ich wohl morgen eine Rückladung nochmal 180 Kilometer weiter östlich nach Hause. Das heißt also, es gibt nochmal ein allerletztes Video, wie ich von Toronto nach Winnipeg durch Ontario fahre. Jetzt dürfte ja langsam so Indian Summer sein, also ich hoffe auf schöne Farben unterwegs. Jetzt muss ich mich erstmal durch Toronto fädeln und dann sehen wir weiter. Also genießt es nochmal so richtig. Ontario im Indian Summer wird bestimmt schön. Wir kommen.
Was mache ich hier eigentlich? Ah, Sport treiben, gesund ernähren. Jetzt ganz schön den Berg hoch hier. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich hier bin. Aber ich denke mal, es ist ein ausgeschilderter Radweg oder Wanderweg. Das passt schon. Da bin ich ja schon richtig weit gekommen. Von da bis da. Ob ich das einmal rundherum mache? Nee. Irgendwann muss ich auch nochmal nach Hause. Entschuldigt bitte mein Stöhnen und mein Keuchen, aber ich bin nun mal nicht fit. Ich würde jetzt gerne baden gehen. Ach ja, obwohl es sieht echt dreckig aus. Ja, ist ja gut. Quarkstängelalarm. Oh, ist das schön. Es lädt voll zum Baden ein. Isn't that beautiful? Also nicht das, das. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Ja, schön war's. Aber jetzt muss ich wieder zurück. Die Pflicht ruft. Ich habe noch ein paar hundert Kilometer zu fahren heute. Verluste sind zu verzeichnen. Ich bin an einem Strauch hängen geblieben. Dann ist mir dieses Ding hier abgebrochen. Schwund ist überall. Und von nichts kommt nichts. Ich brauche ein Mountainbike. Nicht mal ein Bärenspray dabei. Ihr passt mal ein bisschen hinter mir auf, okay? Ich guck da lang. Wasser ist auch gleich alle. Ich bin mitten im Nirgendwo. Zivilisation. Ich lebe noch.
gerade so. Das ist doch schön. Loch. Dusche. Geduscht. Und jetzt werden wir mal sehen, wie gut, wie sicher Kanada wirklich ist. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so fertig gewesen gerade. Ich bin angekommen mit dem Fahrrad an meinem Truck. Reingestürzt, hab was getrunken und bin direkt duschen gegangen und mein Fahrrad draußen vergessen. Es steht noch draußen. Das heißt, ich hoffe, es steht noch draußen. Jetzt wird's spannend. Wie kann man denn sein Fahrrad draußen vergessen? Meine Güte, da steht's. Mann, ich bin so ein Idiot, oder? Jetzt vielleicht 10, 15 Minuten her. Ich habe schon wieder die ersten Mücken auf der Scheibe. Überall. Alles voll. Alles voll. Alles voll. Mann, Mann, Mann. Mein letzter Trip auf Papier, Logbüchern. Und
ich wiederkomme, wird hier ein E-Log eingebaut sein. Bin schon gespannt, was die Zukunft da bringt in der Richtung, wie das da vorwärts geht und ob das System sich da so bewährt und so. Es gibt so die verschiedensten Stimmen. Es gibt manche, die sagen, oh, das ist ganz toll, ich mache eine Menge Geld mit E-Logs. Also abgesehen von den Leuten, die die Dinger herstellen, ich meine jetzt Fahrer. Gibt halt auch welche, die sagen, ja, das ist ja totale Müll. Du bist halt gezwungen zu fahren, obwohl du zum Beispiel müde bist und was weiß ich. Und naja. Ja, das ist gerade so eine komische Stimmung in mir drin, irgendwie so eine Mischung aus sehr freudig aufgeregt, weil ich ja jetzt nach Hause fliege, weil ich in weniger als 2 Wochen verheiratet bin. Da freue ich mich richtig drauf, freue mich auf meine Eltern und auf meinen Schatz und überhaupt auf ganz, ganz viele Sachen. Aber ich habe halt diesen wehmütigen Moment der letzten Fahrt. Und ja, mir fällt es auch immer relativ schwer, den Truck für mehrere Wochen zu parken. Das ist auch immer so, ich fahre ja schon recht gerne. Naja, von daher bin ich gerade so ein bisschen zwiegespalten. Aber sobald ich dann drüben in Berlin gelandet bin, überwiegt natürlich das eine, das ist völlig klar. Ja, und dann weiß ich halt auch noch nicht so richtig, wie ich jetzt mit dem Kanal weitermache. Ich bin ja der Meinung, ich habe euch schon so viel gezeigt. Und irgendwann wiederholt sich das ja auch alles. Das gibt es nicht mehr so viel Neues zu zeigen. Das ist jetzt aber auch kein irgendwie Fishing for Compliments. Oder ich möchte jetzt auch nicht, dass ihr jetzt alle schreibt, oh, mach weiter so. Das schreibt ihr ja sowieso schon immer in den Videos. Das finde ich auch voll nett und das finde ich richtig schön. Heute ist gerade Video, ja, ich weiß nicht, 97, glaube ich, ist heute rausgekommen, genau, mit den Niagara-Fällen. Und da sind auch schon wieder jede Menge Kommentare drunter, dass das eins meiner besten bisher war und ich soll so weitermachen und so. Und ja, aber bis jetzt waren halt auch immer, ging es immer irgendwie in eine andere Richtung und es war immer viel Neues zu zeigen. Und irgendwann ist das halt auch vorbei. Andererseits fängt auch bald die Scheißrot-Trucker-Saison an, muss man auch mal sagen. Also wenn hier Schnee liegt und so, dann ist es auch wieder anders. Naja, ich glaube, die Pause tut mir jetzt ganz gut, dass ich jetzt mal ein paar Wochen abschalte und mal ein bisschen weniger für YouTube mache. Ich werde zwar immer noch die Kommentare lesen, die dann so kommen. Auf jeden Fall habe ich ganz viel vorproduziert und deswegen wird es für euch vielleicht gar nicht so einen großen Übergang geben oder einen großen Abstand. Wenn ich dann aus dem Urlaub zurückkomme und wieder weiterfahre und vielleicht wieder weiter Videos mache, dann wird es für euch vielleicht relativ nahtlos übergehen. Lasst euch mal überraschen. Auf Instagram könnt ihr ja gucken, da bin ich immer ab und zu mal noch mit ein paar Fotos. Ich mische das immer so ein bisschen mit ein paar Fotos aus den Videos, die dann als nächstes online kommen. Oder mit aktuellen Fotos. Ja. Ich glaube, man merkt an meiner Redeweise auch gerade, ich bin echt ein bisschen alle irgendwie. Ich weiß nicht mal mehr, was ich sagen soll. Jedenfalls, wie auch immer es weitergeht, vielen, vielen Dank, dass ihr zuguckt. Ihr macht mich immer sehr happy mit euren Kommentaren. Es ist schön zu wissen, dass meine Videos so ganz gut ankommen. Und inzwischen sind da ja auch so einige Brieffreundschaften, sage ich mal, entstanden. Ich komme in letzter Zeit nicht mehr dazu, alle Kommentare und Nachrichten zu beantworten. Ich glaube, das habe ich ja schon mal gesagt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann in welchem Video ich was gesagt habe. Die Nachrichten auch jetzt bei Facebook und so, das wird immer mehr. Ja, nehmt es mir nicht übel. Vielleicht habe ich ja mal zu Weihnachten eine Woche Zeit und kann die alle beantworten oder so. In diesem Sinne, ich würde ja sagen, bis zum nächsten Video, aber ich sage einfach mal nur vielen Dank fürs Zugucken und viele Grüße aus dem verregneten Manitoba. Und tschüss.